Pandemie Deutschland 2024, die besten aus Europa Sticker. Heute eine quasi überragende Idee, eigentlich richtig Quatschidee, aber wer zieht mehr deutsche Sticker aus 5 Päckchen? Maurice hat 5 Päckchen, ich habe 5 Päckchen. Wer zieht mehr deutsche? Das heißt, wir müssen hoffen, so wenig Engländer, Spanier, Franzosen und Italiener in den Packs zu haben, weil die Deutschen sind natürlich mit 200 Stickern oder so im Heft drin. Das heißt, man wird jetzt in den Packs sehr viele deutsche Spieler ziehen, aber darum geht es ja. Einfach am Ende so wenig Nationen, andere Nationen zu ziehen, wie es halt möglich ist. 5 Päckchen. Gehen wir rein, dann gehen wir rein. Ein schönes, knackiges Video und ich starte natürlich direkt mit so einem Kack-Italiener. Di Lorenzo. Weg mit ihm. Bowen. Jude? Ja, ich habe einen Deutschen im ersten Pack. Ich habe 3. Jonas Hofmann, ein Deutscher, ich weiß es nicht. David Raum, jawohl. Nee, der Stegen. Oh, auch nur einer. Schweinsteiger, geil. Serge. Besser. Ja. Besser. Gosens, Serge, Arturo, Leeboy. Ja, sieht nicht schlecht aus bei mir. Hatte ich eins zu wenig? Ich glaube, ich hatte einen Pack weniger. Scheiße. Was ist das für einer? Zählt er als Deutscher? Da sind 2 Deutsche drauf. Lass ihn durchgehen, ich habe hier so viele. Aber er muss noch einen Pack. Ich glaube, ich hatte einen Pack weniger, oder? Ich glaube, ja. Nimm da noch links. 1, 2. Obwohl es. Oder so, ja. Obwohl es, glaube ich, schon fast vorbei ist. Ich glaube, selbst wenn du 6 ziehst. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na, chill mal. Oh. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Selbst wenn er den mitzählt, sind es 14. Also, Duell geht an mich. Wer zieht mehr Deutsche? Wenn ihr euch das Ganze gefallen hat, liked da lassen. Wenn ihr das nochmal machen sollt, ab in die Kommentare. Vielleicht beim nächsten Mal dann mit 20, 30 Packs oder so. Heute waren es ja nur 5. Bis zum nächsten Mal und tschüss.